Wenn du P drückst, wird ja eigentlich dein Charakterbildschirm angezeigt mit deinen Stats etc. Nur bei ihm wird nur so ein schwarzer Bildschirm angezeigt und der Charakter wird so komplett irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen strange dargestellt. Ich habe das schon bei mehreren auf dem Stream vor, keine Ahnung, Dezember so gesehen, aber ich hatte selbst das Problem halt noch nicht. Von daher kann ich dem halt auch nicht helfen. Und im Forum steht wie gesagt nichts, aber ich habe ja heute eh so ein bisschen, naja. Ich habe meine Meinung zu DevillianAment geschrieben. Kannst du ja mal durchlesen, wenn du willst, aber es dauert lange. War ich relativ lange dran, also musste die ganzen Links und so einbauen. Ja, er streamt ja nicht. Are you streaming on Twitch? So, Michio? Because that could be the problem. But, there's no stream on Twitch. Besides Crytek, whatever, and me. So, it's not the case, but, yeah. You streaming? So you're using OBS to stream on Twitch. Yeah, but this could be the problem. Just try to turn off your stream or your OBS and check if there's the same problem. Then you're quite okay that that's a problem with streaming and all in general and not with the game. Just playing the game. But yeah, as I said, I didn't know this bug. It didn't really come across. Perhaps I'm just lucky, I don't know. But you're not streaming right now, right? Because you're not registered for Devillian right now. There are only two streamers. Ach ja, es war ja das, dass man die Dinger nicht zerstören darf. Ich erinnere mich. Ich mach's trotzdem die ganze Zeit sinnlos. Toll. Na klar. Sagt mir irgendwie gar nichts, Chris, aber das heißt ja nichts. Hört sich auf jeden Fall gut an.
Findest keine Leute, ja. Lies meinen Text. Naja, glaube ich. Wieso bekomme ich eigentlich mit dem Schadteil so viel Schaden? Ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Als Range war das eigentlich nie das Problem. Keine Ahnung. Hattest du da auch teilweise so Schwierigkeiten bei diesen Elite-Gegnern? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier jemals eben mal gestorben bin. Ich brauch die, glaube ich, gar nicht mehr. Wo muss ich denn so hin? Da. Das ist echt merkwürdig. Ich hatte sonst nie Probleme. Ja, klar ist das kacke. Stimmt. Zu wenig Spieler ist immer nicht. Immer schlecht. Warum schaffe ich diesen Elite-Gegner nicht? Das war sonst nie das Problem. Merkwürdig. Warte mal, was war das hier? Dagger, oder? Ja, Dagger. Der ist besser als der, glaube ich. Ja. Ja, keine Ahnung. Das ist doch nur bei diesen Gegnern so. Bei diesen Viechern da. Guck mal, wie viel Schaden der mir reindrückt. Wahnsinn. Das ist doch... Keine Ahnung. Frag mich nicht, hatte ich noch nie.
Boah, es sind bestimmte Fähigkeiten, die sie machen. Aber ich trage doch Kleben. Ne, da steht nur Speer. Warte, ich muss mir jetzt noch hier weg. Guck mal auf den Skill Electric Field drauf, das Ding. Glaive and Daggers. Was trage ich hier? Steht nur Speer, sonst steht da nichts. Warte mal, wenn ich jetzt wechsle. Ja genau, also Glaive ist Lancer und Daggers ist Interceptor und Slaughter ist ja eigentlich ja beides. Es kann halt sein, dass ich die nicht zwei Einhänder tragen soll. Ja, yeah, das habe ich schon verstanden. Also Glaive ist der Stab, ja. Da steht aber Glaive and Daggers. Electric Field. Glaive Oni. Ach so, Glaive Oni. Ah. Okay, hast recht. Das heißt, mein Fehler war, ich soll generell nicht mit zwei Einhändern rumlaufen, ja? Also nur mal wechseln, wenn ich irgendwie schnell weg muss oder Damage machen muss. Aber sonst generell immer mit dem, der Zweihandwaffe. Ja, okay. Verstehe ich, ja. Okay, so jetzt probiere ich den dann nochmal aus. Kann sein, dass es daran gelegen hat. Deswegen gehe ich jetzt zu dem dahin. Das heißt, ich habe die Heilung so gar nicht mitbekommen, ja? Ja, okay. Steht ja Glaive Only. Okay, gut zu wissen. Was will ich nur ohne dich machen, Chris? Sag mir das mal. Was will ich da machen? Will ich verzweifeln? Will ich aufgeben? Okay, so, jetzt gehe ich nochmal zu diesem Elite-Heini da gleich hin. Ich hatte ja diese zwei Einhandwaffen irgendwie immer noch, weil ich vorher ja Interceptor gespielt habe und ich glaube, da hatte ich das irgendwie noch so intus. Apropos, habe ich das eigentlich durchgeskillt? Ja, habe ich, gut. Also das Feld habe ich durchgeskillt, hier Cyclone natürlich auch. Aber Concentration werde ich wahrscheinlich nicht durchskillen, das hier auch nicht. Aber dafür halt Electric Shock und die letzten drei. Ja, das weiß ich, das habe ich ja auch gemacht mit diesem Wechsel. Immer dann, wenn es halt ziemlich gefährlich wurde. Nur ich bin dann halt wieder
zurück und dann kann ich ja in meinem Feld drin stehen, wie ich möchte. Ich werde halt trotzdem nicht geheilt. Ja. Aber gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Dann hätte ich den Boss eben auch noch schaffen können. In dem Turm, diesen 20er, also von der zweiten Ebene der Boss. Den habe ich leider nicht ganz geschafft. Naja. Ja, keine Ahnung. Das Ding ist ja, ich wollte ja immer Interceptor hier spielen, ja? Aber du hast ja gesagt, na, spiel lieber Slaughter. Und da habe ich auf Slaughter gespielt, ohne dass ich da groß mir die Fähigkeiten angucke. Also richtig angucken. Aber an sich hast du schon recht, ja. Gebe ich zu. Hätte ich mich etwas mehr informieren können. So. Musst du den einen Typen da noch machen? Ah, da, okay. Ja, auch in die Devillian-Form wechseln können, fällt mir so auf. Naja. Ja, stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht, ja. Also die Fähigkeiten sind schon ganz gut so mit der Glaive. Weiß gar nicht, ob jetzt. Ob jetzt der Michi noch da ist. Glaub nicht. Mein Stream-Chat, der buggt irgendwie nur rum. Ich weiß echt nicht warum. So, okay, ich gehe jetzt gleich. Ne, ich mache jetzt erst diese kleinen hier fertig.